Juhu, Chapter 9, da sind wir wieder. Crackdown. Don't be afraid of dying. Na gut, das wäre schlecht. Wir nehmen Fists of Fury. Auch wenn das super langweilig ist, dass ich immer nur das Gleiche mache. Aber ihr wisst ja, dass es auch schon so schwierig ist. Und wenn wir dann, wobei, wir könnten, es könnte auch sein, dass irgendwelche Masken nicht toll sind. Wo kommt jetzt weiter? Na komm. Also eben kam hier noch ein Hund. Da. Ja, einer mit Schläger, zwei mit Schläger. Jetzt könnten wir natürlich sagen, wir legen den einen so um. Warten bis der andere. Ach Mann. Gut. Theoretisch war das gar nicht so schlecht. Praktisch schon. Natürlich auch einfach laufen. Und das Ganze ein bisschen beschleunigen. Dass hier gerade nicht geschossen wird, gefällt mir echt richtig gut. Ja, komm her. Perfekt. Weil das die ganze Sache viel entspannter macht. Sag mal, da hätten wir eine Waffe. Da sind zwei Schläger und einer mit Pistole. Ist zwar keine, aber ne? Wird geschossen. Das ist ein relativ großer Gang. Also den Raum hier, den links, den können wir auf jeden Fall nicht ohne Waffe schaffen. Bedeutet, dass wir, wie machen wir das? Wir können hier einmal schießen. Ja, klar. Der beendet das dann einfach mal. Oh, da waren noch die beiden anderen Guys. Ja, komm her. Ist der Hund? Ja. Oh, oh, oh. Da war ja noch einer. Wo kam der denn her? Der war doch eben nicht da. Oder? Natürlich war der eben da, aber. Nee, der war da nicht. Definitiv war der. Wow. Definitiv, definitiv. Ich weiß auch gar nicht, wird das Spiel schwerer? Aber eigentlich ist es ja von Anfang an so. Und okay, das Tutorial war natürlich, ne? Da ist uns ja auch überhaupt nichts passiert. Es konnte uns ja noch gar nichts passieren. So, wie machen wir das denn in dem Raum? Da sind jetzt auch zwei mit Waffen. Das war vorhin nicht. Dafür ist hier der Typ mit der Pistole weg. Oder? Was haben wir hier? Ah, da geht's bestimmt gleich weiter. Und hier ist nichts, nichts. Das heißt, wir müssen nur noch diese. Nur noch. Mhm. Ich glaube, wir haben hier keine einzige Waffe liegen, oder? Heißt das jetzt, dass wir das irgendwie ohne. Komplett ohne Waffen schaffen müssen? Wie soll das gehen? Hier irgendwo so eine Stange an den Kopf schmeißen kann, dass dann noch einer ist. Oder die mich bemerken. Hm. Ja, gehen wir hier erstmal raus. Versuchen das hier mal. Die gucken ja in völlig verschiedene Richtungen. Bedeutet also. Uiuiui. Nein, jetzt hat er das auch noch leer geschossen. Jetzt schnell hin. Zack. Und da haben wir eine Shotgun. Boah. Also das war auch wieder mal mehr Glück als Verstand hier. Da stehe ich auch ganz offen zu. War kein Problem. Stage clear. Perfekt. So machen wir das. Und jetzt. Ah. Habe ich mir gedacht. Hier geht's weiter. Mit der nächsten Stage. Hier machen wir nochmal so ein bisschen. Oh, oh, oh. Man sollte dann auch alle treffen. Wenn man schon sowas macht. Das ist was Leichtsinniges. Oh, das sind Gläser. Fensterscheiben nennt man sie auch. Im häufigen Sprachgebrauch. Das heißt, wir werden dadurch gesehen. Oh. Naja. Okay. Also erstmal ein bisschen an die
ungewohnte Umgebung gewöhnen. Wir nehmen mal ein Messer mit. Dass die alle gerade woanders hingucken. Den müssen wir. Ja. Wie machen wir das? Der ist, glaube ich, noch nicht tot. So, jetzt aber. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ja, aber ich habe noch 17 Schuss. Müsste ja eigentlich ausreichen. Und da einen von diesen. Alter! Einen von diesen Affen zu besiegen, würde ich sagen. Ich habe aber beide. Da liegt, glaube ich, Koks. Oder es ist Mehl. Das werden uns diese Pixel wohl nie verraten. Den da hinten habe ich gekriegt. Hier scheint keiner mehr zu sein. Ich traue mich nicht so recht. Boah. Mein Herz. Bin ich schon wieder zwei getötet eigentlich gerade? Ich muss mal gerade hier irgendwie was zum Schießen suchen. Das ist auch leer, natürlich. Hier haben wir nochmal was mit Schießen. Da oben ist er. Oh, boah. Wäre die Tür da gerade nicht zurückgeschwungen. Da stand gerade Stage Clear, oder? Was war das für ein komischer Laserstrahl? Ah, das sind bestimmt die Bullen. Und die haben draußen Sniper oder sowas. Das wird das sein. Aha. Jetzt haben wir nämlich immer wieder diese Sirenen. Das bedeutet, dass wir das irgendwie anders machen müssen. Hört mich denn hier keiner? Das war ja wieder sensationell erfolgreich. Oder wie dieses. Ja, der ist noch nicht. Man kann das mal ein bisschen sehen, wenn da nicht ganz so viel Blut ist, wie man eigentlich dachte. Dann ist da meistens, stimmt da meistens irgendwas nicht. Müssen wir gleich wieder aufpassen, dass wir da von diesem. Sollten wir hier überhaupt rauskommen? Warum habe ich denn nicht geschossen? Haben wir doch gehabt, die Jungs. Ich habe eben noch groß erzählt, wie man, warum und dass man nicht sieht und ist doch hier jetzt schon wieder nicht, oder? Ach, Mann. Da sitzt noch einer an der Tür. Jetzt nicht mehr. Und da wird uns das Gehirn entfernt. Ich frage mich. Ja, ernsthaft? Wann diese Sirenen denn kommen? Also, oder ob das, ob wir das beeinflussen können, meine ich, oder ob das einfach irgendwann passiert, wenn wir hier draußen auf dem Flur noch mehr Leute töten. Ja, jetzt kommt wer, ich habe eine Tür gehört. Der zum Glück hat daneben geschossen. Da wir gleich leer geschossen sind, müssen wir ein bisschen gucken, dass wir hier mal an die neue Waffe kommen. Da sind noch. Schon wieder leer. Die hat nur zwei Schuss. Die hat. Ja, naja, dann probieren wir es erstmal so. Wir halten uns jetzt mal nicht so lange an diesen Fenstern auf. Da gehen wir noch nicht hin. Nehmen wir uns erstmal Mr. Messer. Nein! Das ist unglaublich. Da oben steht ja noch einer. Das Problem ist, wenn man die ganze Zeit hier vorne festhängt, vergisst man wieder, was da hinten so oben stand. Also ich vergesse das und das ist blöd. Ich habe Türen gehört, ich weiß nicht. Das. Irgendwie dazu beiträgt, dass wir hier gleich wieder abgeknallt werden. Ist ja auch ganz toll, dass es leer ist. Alles. Nein, von unten kommen auch zwei. Ah, Mist.
Naja, jetzt weiß ich aber ungefähr Bescheid, was da so passieren kann. Und da haben wir die Sirene wieder. Das ist die leere Waffe, das ist die volle Waffe. So. Der ist da oben mit Uni. Nein, 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 da ist ja noch einer. Ich hatte gedacht, den hätte ich schon. Mir fehlt doch jetzt aber einer. Jo, da wird direkt kräftig zurückgeschossen. Fehlt hier wirklich einer, fehlt. Verstecken wir uns hier hinter. Hier am besten. Kann natürlich jetzt versuchen rauszurennen und es auch noch schaffen. Unfassbar. Wir können nur schlagen. Das ist nicht so schlimm. Nein, und dann schießen wir daneben. Ach, Mann! Alles leer schießen. Knarre mitnehmen. Warten. Und umbringen lassen. Nee, ist klar. Ich mache das auch gerne noch 100 Mal hier. Das ist gar kein Problem. Das motiviert unheimlich. Nicht. Und Hundi! 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 Hundi ist Toti! Toti Hundi! Diesmal nicht, mein Freund, diesmal nicht. Steht hier bestimmt gleich einer mit Waffe und wartet auf uns. Nein, nein, nein! Ich dachte, die Kisten werden höher. Wären höher. Ärgerlich, ärgerlich. Das ist super mega ärgerlich. Da habe ich mich jetzt auch wieder blöd angestellt. Und da habe ich die anderen alle erschossen. Jetzt habe ich einer noch alle abgeknallt. Oder die kommen hier einfach nicht hin. Nee, mein Freund, nicht mit mir, nicht mit uns hier. Zack. So, eine volle Waffe. Da kommt Freude auf. Hallo? Oh, 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 oh. Nee, vielleicht einfach einmal ein bisschen. Was? Was? Ah, oh, oh, oh. Ah! Nein! Da kommt SWAT oder so. Wir hatten eben schon die Stage clear und dann wir müssen da rauskommen, ohne dass wir erschossen werden. Das ist nämlich das Schwierige jetzt an dieser Dings. Ah! Krass. Es wäre schön, wenn wir einfach von da weitermachen könnten. Wir müssen auf jeden Fall zügig und dieser Laser und... Oh, das ist ja alles so aufregend. Warum schießt der nicht auf uns? War der leer geschossen? Der dumme Hund. Entschuldigung, sowas sagt man natürlich nicht. Auch nicht, wenn mit einer Waffe auf einen geschossen wird. Dummer Hund. Das ist vielleicht ein dummer Hund. Da kann er ja nichts für, der dumme Hund. Komm, dummer Hund. Stirb. So ein süßer... Alles jetzt gut, ne? Beruhigen uns jetzt erstmal wieder. Und werden abgestochen. Oh. Ne, mit beruhigen. Das ist... aussichtslos. Den trennen wir den Kopf. Den trennen wir den Kopf ab. Und machen dann nochmal ein bisschen Quatsch. Bam. Ich werde diese Aufnahme nicht beenden, bevor wir dieses Chapter geschafft haben. Vermutlich wird es mein längstes Video überhaupt werden.
Oh, das hat er schon mitgekriegt. Manchmal sind es zwei, manchmal sind es drei. Damit der Welt. Eine Zweier-Kombo. So, jetzt hoffe ich mal, dass da keiner mehr mit Waffe im Flur steht. Und dann die alle fein weggegangen sind. Nein, 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 ich muss mich mehr bewegen, wenn der mit dem Messer auf mich zukommt. Ah! Ja, haben wir nicht. Jetzt haben wir den. Ja, mit dem Messer können wir hier keinen abschießen. Das weiß ja jedes Kind. Mit einem Messer kann man niemanden abschießen. Deswegen sind Messer auch so ungefährlich. Schon lange nicht mehr so viel Quatsch erzählt, aber dieses Spiel macht, das ist einfach, weiß ich auch nicht, was das mit einem macht. Probiert es einfach mal aus. Das Humble Bundle ist ja leider jetzt zu Ende. Das kann man aber trotzdem noch kaufen, selbstverständlich. Also das Spiel, nicht das Humble Bundle, weil das ist jetzt zu Ende. Stecken wir uns hier hinter der Kante. Eine B-Kante. Kante. Peng, peng, peng. Peng, 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 peng. Vielleicht können wir aber auch das einfacher machen, indem wir hier ein bisschen schneller agieren. Wenn diese Sirene ertönt, das wird hier vielleicht läuft auch ein Countdown, oder das kommt erst, wenn wir die Stage clear haben, dass die Leute hier einreiten. Das weiß ich natürlich nicht. Wenn wir natürlich auch noch gegen die komischen Soldatenmenschen da kämpfen sollen, dann wird das natürlich haarig. Hundi? Denn nicht? Was stimmt denn mit diesem Messermenschen nicht? Er cheatet doch. Weiß Cheater. Das kann doch nicht sein. Oder wir treffen das einfach überhaupt nicht. Das kann aber auch nicht sein. Wir sind ja Meisterschützen. Und die. Nicht mit mir, mein Freund. Zwei Schuss. Damit können wir den auf jeden Fall platt machen hier, wenn wir den dann treffen. Dem jetzt gerne die Tür vor den Kopf gehauen. Und jetzt heißt es hier irgendwie ganz schnell. Ah, man kann doch einfach. Hallo? Was ist denn jetzt los? We should go. Gerade den Typen auf irgendwie noch dabei. Aha. Boah! Mein lieber Mann, da hatten wir aber auch gerade wieder mehr Glück als alles andere. Jetzt kriegen wir hier wieder unseren tollen Highscore. Nochmal. 179 Sekunden. Im letzten Anlauf. Also wenn man es gut macht, dann... Oh, eine neue Waffe. Was mag das bloß sein? Eine Bierdose. Und... So, was passiert jetzt? What do you want? Could you hurry up? We're closing soon. Naja, okay. Vorwärts läuft, dann kommt man wesentlich besser voran. Hello there, this is Thomas from the downtown relaxation. We need you to fill in at the reception tonight. One of our employees has called in sick. Wear something fitting and discreet. Click. Ja, das hört sich nach einem neuen Auftrag an, den wir natürlich gerne erledigen werden. Aber das wird eine Sache vom 10. Chapter. Hot and heavy. Bis zum nächsten Mal.